Moin Leute, euer Captiver hier und willkommen zurück in meinem Anno 1800 Let's Play. In den letzten Folgen haben wir uns den Weg Richtung Enbesa durchkämpft oder durchexpandiert, wie auch immer. Mit unserer schönen Expedition, die wir aber relativ schnell durchgeklickt haben. Ansonsten sind wir hier mittlerweile angekommen und sind dabei, den guten alten Hugo Mercier aufzukaufen. Da brauchen wir auch noch ein bisschen. Aber um zumindest mal ein bisschen Ordnung reinzubekommen, wollen wir doch gerade mal noch in der Arktis schauen, dass wir hier weiterkommen. Wir haben hier wohl irgendwo einen kleinen Kohlemangel. Das schauen wir uns doch glatt mal an, woran das denn hängt. Und es hängt hier überall dran Kohle von King William Island. Da gehen wir doch mal rein und schauen mal, wo wir denn die Kohle hier liefern. Und wir sehen, das ist schlicht zu wenig. Da können wir dann wohl nicht arg viel machen, außer, ja, vielleicht auf die 30 mal hochgehen und das beobachten, ob das denn reicht damit. 20, ja, vielleicht macht es fast mehr Sinn. Ja, komm, wir gehen auf die volle Anzahl, was soll's. Da machen wir jetzt gar nicht ganz lang rum. Und wir nehmen da einfach die 50 und nehmen das komplett mit. Das haben wir. Hier gibt es auch nochmal die 50. Einfach einen vollen Stapel. Und dann sollte das doch hoffentlich auch irgendwann im Griff sein. Kurios, dass halt nicht überall das gebraucht wird. Aber schauen wir mal, wo wir denn im Moment stehen. Jetzt gucken wir hier mal noch, wie es mit den anderen Sachen aussieht. Das ist alles voll Pemmikan und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es gar nicht arg viel zu kritisieren. Von daher schauen wir mal, was denn noch unsere Gebäude angeht. Gut, okay, hier können wir sicherlich das machen. Aber, oh man. Ein paar Schiffe brauchen wir noch. Das ist so sicher wie sonst was. Und da können wir auch mal kurz überlegen, wie wir denn hier weitermachen wollen, weil wir brauchen ja später auch hier die Produktion für die Schiffe. Die sollten wir schon auch irgendwo hier noch an die Kante mit ranbringen, dass wir zumindest durchgängig den Strom haben, was wahrscheinlich nicht ganz so einfach möglich ist. Zumindest können wir das mal hier so verbinden. Damit haben wir dann hier. Schön ist es nicht. Schauen wir mal, wo wir denn hingesetzt kriegen. Hier irgendwo mittig rein. Passt ja auch an der Stelle. Das machen wir mal ganz kurz weg hier, dass wir einfach ein Gefühl dafür kriegen, wo wir denn hier unsere Schiffswerft platzieren wollen. Ich finde eigentlich, mal schauen. Ja, die könnte man hier so platzieren. Von daher passt die dann auch erstmal. Das können wir später dann überarbeiten. Und wir gehen mal ganz kurz zurück nach Enbesa und schauen uns das an. Da haben wir noch 4 Minuten, bevor wir das nächste Mal was tun müssen. Und in der Arktis passen die höher gelegenen Inseln auch. Von daher bauen wir jetzt in dieser Folge, werden wir uns insbesondere hier diesem Nachschub orientieren und da versuchen, ein bisschen was zu machen. Parallel dazu brauchen wir natürlich noch ein paar Schiffchen. Da sollten wir jetzt auch gar keinen großen Hehl drumherum machen. 8 Schiffe. Das passt. Und wir sollten in Enbesa noch das ein oder andere hinliefern. So, da können wir überall nichts liefern. Wo haben wir denn noch ein paar Schiffchen, die Schlachtkreuzer, die werden wir jetzt wahrscheinlich in der Form auch nicht brauchen. Ja, die sind jetzt hier alle. Daher passt das ja. Gut. Dieser Clipper mit Öl, mit Kohle, den verkaufen wir auch gleich noch. Oh, da fällt wieder. Da fällt uns wieder das Kohle. Die haben wir doch. Seltsam. Fehlende Ware. Gut, vielleicht einfach auch nur, weil wir alles von hier aus abgeben. Aber gut, das lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Und machen an der Stelle mal weiter. Wir wollten ja hier unser kleines Städtchen mal reingeplant haben. Können wir jetzt mal so tun. Schauen wir mal, was denn da wirklich Sinn macht. Und was nicht so wirklich, ne? Ich glaube, fast wir dürfen da auch nicht zu viel Wunderdinge erwarten.
Gucken wir mal, wenn wir das hier reinbauen, ob sich das dann auch wirklich ausgeht. Ich bezweifle es fast. Von daher schauen wir mal, wie weit wir denn hier kommen. Und was am Ende da auch wirklich Sinn macht. Oder ob wir nicht zwei brauchen, oben und unten jeweils eins. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja gut, nicht ganz optimal. Das Gute geht leer aus. Da haben wir noch. Das geht leer aus. Und das hier geht leer aus. Von daher sollte das passen. Aber dann machen wir es doch wieder mal anders. Wir nehmen die hier alle raus. Und packen hier hinten die erste Kantine rein. Die stört uns ja dann schon mal nicht. Hier brauchen wir jetzt, hier sollten wir die Verbindungen auch lassen. Und können zumindest mal mit einem Postamt vielleicht noch irgendwo etwas glücklich machen. Hier, hier und hier. Das passt. Die Kantine hier oben. Werden wir mal hier unten noch eine hinsetzen. Und am besten an die Stelle hier auch noch eine. Damit sollte es doch top ausgestattet sein alles. Und da können wir hier nochmal ein paar Gebäude reinmachen. Zumindest, wo wir sie reinkriegen. Daher passt doch das. So. Ups, schauen wir mal. Geht dann quasi analog diesem Gebäude. Ja, auch das passt. Da haben wir auch keine Probleme mit. Von daher werden wir uns das dann gleich mal in aller Ruhe wieder überlegen, was wir noch brauchen. Wir haben eigentlich hier alles. Von daher schauen wir mal, ob wir mit dem Ganzen hier hinkommen oder ob wir es noch ein bisschen, ich glaube, wir sollten es, wir machen es gleich mal ein bisschen größer. Das war es zumindest. Ja, hier unten. Da oben kann ich mit leben. Hier sollte es doch zumindest ein bisschen wenigstens passen. So würde ich sagen, können wir das ganze Gelände optimal verwenden. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie weit denn das Ganze geht. Da könnten wir hier wieder eins rein platzieren. Entschuldigt bitte. Oder sogar hier. Damit wären wir komplett erweiterbar von dem ganzen Spielchen hier. So, die sind beide versorgt. Und daher passt es doch. Oder sogar hier eins weiter hoch. Das müssen wir mal kurz anschauen, was denn hier möglich ist. Damit hätten wir trotzdem eigentlich alle versorgt, bis auf das Gute hier. Aber das wäre auch kein Problem, weil somit könnten wir hier... Da kann man leider nichts reinbauen. Aber gut. So, damit wären wir zumindest so mal ausgestattet. Kommt auch überall hin. Müssen wir uns den Marktplatz anschauen, dass wir auch hier ja nichts vergessen. So. Und damit haben wir den auch im Griff, würde ich sagen. Beim Postamt gibt es noch hier unten. So. Und den Luxus für eine weitere. Das sollten wir uns definitiv gönnen. Gut. Damit haben wir das verbunden. Da müssen wir mal schauen, wie optimal wir das Eck da hinten verwenden können. Da können wir auch mal schauen, wie wir es verbunden bekommen. So. Und ich würde fast sagen, dass das doch hier gar nicht mal ganz so schlecht aussieht. Wir haben immer noch ein Problem mit der Kohle. Was sind wir denn? Warum haben wir hier immer noch Probleme mit der Kohle? Das erklärt sich mir nicht.
Gut, zur Not werden wir ein weiteres Schiff mal nehmen. Von hier und fliege hier nochmal überall hin. Und packen hier einfach mal die Kohle ein, die wir da haben. Hauptsache, es gibt genügend. An der Kohle soll es uns doch am Ende nicht scheitern. So, jetzt können wir nach Embesa zurück und den Aufkauf vorantreiben. Das sind, sollten wir jetzt die wieder Königin soweit sein. Hat das auch schon versucht. Aber die Menschen und werden den Hugo aus dem Spiel nehmen. Dadurch sollte es auch etwas einfacher werden, das Ganze. Vermutlich wird er dann, kurz bevor ich hier Dinge aufkaufe, weitere Inseln für sich beanspruchen. Aber das soll uns jetzt mal erstmal nicht stören. So, für die Quest. Gott. Jetzt brauchen wir erstmal noch ein paar Schiffchen. Und die müssen wir dann auf jeden Fall mal mitnehmen. Da haben wir Holz im Überfluss, das bringt uns bloß nichts. In der alten Welt. In den Besa meine ich natürlich. So. Gut. Daher, hier bauen wir die Schiffe. Damit können wir gerade nichts anfangen. Nach Embesa brauchen wir definitiv den Lehm. So. Und dann schauen wir uns jetzt an, was wir sonst noch hinliefern können nach Embesa. Im Moment würde ich sagen, lassen wir es damit wieder gut sein. Und wir gehen zurück in die Arktis. So, in der Arktis stehen wir an unserem kleinen, aber feinen Dörfchen. Und dieses kleine, aber feine Dörfchen müssen wir jetzt erstmal so ausstatten, dass wir in der Lage sind, nachher schön Kohle auch hier ranzukarren. Das werden wir auch tun. So, wir bauen hier direkt. Können wir hier hinsetzen. Okay. Die Epidemie wurde besiegt. So. Gut, jetzt mal schauen, wo wir hier Dinge hinplatzieren können. Und daher, das passt ja hier erstmal. Da müssen wir überall schauen, wie wir das noch weiter optimieren können. Vielleicht sogar enger werden noch hier irgendwo. 95. Schiff vom Stapel gelaufen. Das passt hier. Schiff vom Stapel gelaufen. Mal schauen, hier können wir eins hinbauen. Wie weit geht's? Sehr schön. Ich würde fast sagen, da haben wir schön viel an Kohle. Und das hilft uns ja dann auch schon mal ein bisschen weiter wenigstens. Wenn wir hier noch eins hinpacken. Und an diese Stelle kommen. Was soll's? Hier unten. Mal schauen. Zumindest Kohle sollten wir damit genügend haben. Innen wir mal so. Damit sollten. Ach, alles gleich mal bauen. Damit sollten wir zumindest den Spaß hier im Griff haben. So. Ich würde sagen, das sieht doch alles gut aus. Da brauchen wir jetzt erstmal keins. Gut, der erste Teil ist somit erledigt. Goldminen können wir uns dann schon auch nochmal erfordert überlegen. Entschuldigung. Wir da nochmal was tun. Und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, wir nehmen auch, da brauchen wir halt Wärme. Jetzt müssen wir uns wirklich mal überlegen, wie wir die optimal rankriegen. Ob es da irgendeinen Trick wahrscheinlich geben könnte. Gut, da wahrscheinlich jetzt nicht. Aber es trägt ihre Handschrift. Hier könnten wir das noch ranmachen. Wahrscheinlich hier irgendwo. Einfluss gewonnen. Hier können wir eins ranmachen. Jetzt bauen wir halt hier nochmal einen Ofen, ne?
So, haben wir den Ofen? Wenn wir den Ofen hier hin platzieren. Das ist fast zu viel. Schauen wir mal. Damit gewinnen wir hier gar nichts, okay. Was hier Sie verbinden. Haben ein neues Zwischenziel erreicht. Gut. Haben wir genügend. Das ist alles verbunden hier an der Stelle. Damit geht aber auch nochmal hier schön was ran. Mal gucken, hier noch eins. Was soll's? Passt doch. Passt doch alles. Hier oben macht es keinen Sinn mehr, nehme ich an. Aber bei... Gut. Damit haben wir die Dinge doch alle am Start hier. Und da würde ich sagen, damit haben wir zumindest mal Kohle. Halten wir mal da ein bisschen Kohle da. Wie viel können wir überhaupt hier einlagern? Wir können hier einlagern 1500. Von daher, das ist schon ein bisschen. 1500, ja, dann lassen wir mal 100 immer da. Ich glaube, damit kommen wir auf jeden Fall hier hin. So, jetzt brauchen wir von hier erstmal eine Versorgung. Wir machen das einfach analog. Chemikern mit. Mal ganz kurz schauen, wie viel liefern wir nach oben. 15 immer. Okay. Von daher werden wir das jetzt auch so machen, von hier nach hier. Pemmikan. Mit 15. Wir liefern die Schlafsäcke. Mit 15. Wir liefern die Öllampen. Mit 15. Wir liefern die Parkas. Die brauchen wir auf jeden Fall auch. Wir liefern die Schlittenhunde. Mit 15. Sind wir schon 2, 4, 5. Damit haben wir die Versorgung eigentlich schon. Und den Schnaps mit 15. So. Damit haben wir das. Kohle brauchen wir nicht, aber wir bräuchten eigentlich noch die Konserven. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Okay. Mal ganz kurz zum Hugo schauen, dass wir hier wieder einen Nicht-Angriffspakt hinbekommen. Leider nein. Es wäre in der Tat. Wir nutzen, was wir brauchen. Äußerst gering. Ja, will er nicht. Okay. Bin ich mal gespannt, ob das gut geht. Oder ob man da nicht gleich ein ordentliches Problem kriege. Schauen wir mal, was da hier um eine Aufgabe. Wo Liebe eine Abholaufgabe, ja. Wo müssen wir es abholen? Du musst dich dieser Sache mit Haut und Haar verschreiben. Da. Wo muss ich da hin? Die Welt. War das doch in den NB? Ja gut, den gibt es ja nirgends mehr. Außer in den NBs. Von daher müssen wir dann wohl doch so ein Schiffchen mal Richtung NBs jagen. Borime. Haben wir da zumindest... Achso, das sind jetzt die. Das war jetzt vielleicht nicht so clever. Gut, was brauchen wir noch? Offen nehmen wir mal nicht mit, die nehmen wir mal. Zweites Schiffchen. Und dann müssen wir echt schauen, wie wir den hier abgeholt kriegen. Wo sollen die denn sein, die Abtrünnigen? Oder ist eine Quest, die dann hier einfach nicht hergehört? Könnte natürlich auch sein. Von daher, das müssen wir einfach mal abwarten. Kümmern wir uns einfach mal ums Wichtigere. Und das ist letztendlich hier die Tenzing. Wo haben wir es denn hier? Jetzt brauchen wir noch irgendwie die guten Konserven. Ansonsten brauchen wir ja da erstmal nichts. Ein bisschen eng wird er. Mal gucken, wahrscheinlich schon die Hälfte von meinem Naps. Uns fehlen Waren. Uns fehlen Waren, so. Reicht es vorne und hinten wahrscheinlich ja nicht, die Kartoffeln. Gut, das gucken wir uns dann später mal an. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir die Kartoffeln nicht genügend hätten.
Hier kommt jetzt das erste Schiffchen. Gut. Das passt doch hier. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal... Wir brauchen noch ein Schiff, das nichts anderes macht wie die Konserven. Na gut, ich meine... Im Moment... Können wir da nicht arg viel machen, oder würde ich sagen. Die Konserven brauchen wir auch jetzt noch nicht, die sind später wichtig. Gut, von daher, lassen wir es mal, wie es ist. Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Gut. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das hier reinkriegen, wenn wir jetzt einfach mal von hier da ausgehen. So, wir haben einen grundsätzlichen Bedarf an... Und was haben wir an Bedarf? Jetzt schauen wir erstmal nach in der Produktionslogik. Und zwar, ich gehe davon aus, von den Hunden. Gänsefedern, da haben wir eigentlich genügend. Und zumindest drüber. Ja, Bärenfelle können wir machen. Bärenfelle, Hund und Rentier. Bärenfelle, Hund und Rentier. Das sieht doch mal ganz gut aus an der Stelle. Bärenfelle, Hund, ja, und Rentier. Von daher beginnen wir doch mal hier mit Hund. Dass wir einfach mal ein Gefühl dafür entwickeln. Da müssen wir jetzt halt hier mal kurz schauen, wie wir das denn da reinkriegen wollen. So. Würde wahrscheinlich nur so funktionieren, aber auch nicht wirklich. Ah, wie packen wir denn das da rein? Es geht nur so. Ah, schon scheiße. Dann könnte hier relativ gut entlang gehen. Nein. Nein. Okay, das passt schon mal. So könnte es funktionieren. Lass mal schauen, wie weit. Wart hier, wie. So, aber in der Arktis ist das mit Blau nicht so einfach zu sehen. Muss man schon zugeben. So. Dann nehmen wir jetzt mal hier noch einen rein. Und wir brauchen definitiv nochmal. Wir brauchen nochmal ein paar Items. Die können wir uns gleich hier holen. Zumindest die für die Hunde. Da machen wir auch gar nicht lange rum. Weil nur mit diesen Hunden, mit den Items, macht es natürlich auch Sinn, es laufen zu lassen. Und parallel schauen wir mal schnell in der in Entbesa, dass wir hier auf jeden Fall mal die ganzen Items am Start, die ganzen Inseln am Start haben. Und vermutlich würde es Sinn machen, meine Kriegsflotte auch hierhin zu verlagern. Sollte jetzt gleich der Bedarf eines Kriegs hier entstehen. Linienschiff. Kann er in jeder Welt eigentlich tun. Und daher nehmen wir das mal alles als Kampfeinheit auf. Und hoffen einfach mal aufs Beste. So. Also, das passt hier alles. Die kleinen Inseln können wir auch noch alle mit den Robbenfällen bauen. Das ist doch schon mal sehr schön. Und hier sollte sich jetzt nun mal die Kohle und die Fälle auch langsam sammeln. Dann brauchen wir hier nochmal ein paar Schiffchen, jawohl. Die Arktis. Hier nach hier gibt es einmal alles, was an Kohle übrig ist. Kohle zweimal. Fälle zweimal. Können wir schon mal die Hunde vorsehen. Machen wir ja auch. Und alles was überflüssig ist, schmeißen wir erstmal weg. Ja, so. Ansonsten wollen wir dort was noch produzieren. Mal überlegen, ob wir uns da ein bisschen Gold mitnehmen.
Könnten wir mal vorsehen. Ansonsten Rentierfleisch haben wir gesagt. Nehmen wir mit Bärenfelle. Und vielleicht nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. So, machen wir es da schon mal so. Das Gold können wir immer noch später einsacken. Wenn das überflüssig ist, auch weg damit. Reinste Versorgungsinsel soll das geben. Von daher gucken wir mal, nehmen wir hier irgendwo noch ein bisschen was unterkriegen für Holz. Zumindest so, dass es einigermaßen passt. Da brauchen wir halt auch überall Strom oder Heizung. Da kann man noch eine hinsetzen. Da ist überall Quatsch. Daher, schlecht. Schauen wir mal. So, da muss das Ding hin. Okay. Daher, wird ein bisschen blöd. Aber gehört halt auch irgendwie dazu, ne? So, suchen wir mal nach den Items. Muss man hier wissen, brauchen. Woher man kommt. Gut, wir brauchen also Schiff unter Beschuss. Ah, haben wir die Kriegserklärung Schiff schon bekommen? Okay, absolut sicher. Den Friedensvertrag ersuchen. Nichts im Gesamt. Man kann eine Idee im Beständigen verlasse die Ausge. Unmöglich. Schiff unter Beschuss. So. Lieber Hugo, dich haben wir doch jetzt schon mal so am Start. Dass wir da wieder eine Stunde Ruhe haben. Schiff unter Beschuss. Ja, Schiff unter Beschuss, das ist, kennen wir doch schon, dieses Geräusch. Das nervt auch ganz hart. Das haben wir bei einigen Folgen auch schon mal erlebt, das Elend. So, dann schauen wir doch mal. Schiff, wo haben wir denn jetzt was Gutes? So, wir brauchen zweimal die mit die. Ja, hier, den brauchen wir einmal. Den nehmen wir mit. Ansonsten brauchen wir dann noch in Lila, also quasi in Legendär. Die Brille nehmen wir natürlich mit. Und wo haben wir denn hier gerade nicht? Hier, da haben wir eine Gänsefarm. Ich werde mein Wissen mit dir teilen. So. Damit reicht das schon mal für diese Insel. Es mangelt an Arbeitskraft. Okay. Die arktische Krippe. Gut. Schauen wir uns an. Kann man eigentlich auch hier wieder ein bisschen schneller machen. Vom Stapel gelaufen. Dass wir zumindest die Items hier mal flott am Start haben und das schön aufbauen können. Weil nur so hilft es uns dann am Ende auch weiter. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Oh, wo kommt's denn? Dauert wohl noch ein bisschen. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, da haben wir ein paar Schiffchen. Daher. Im Schatten meines Palasts. Können wir das zumindest mal leer machen? Aufbau einer neuen Hauptstadt helfen. Sehr schön. So, die Quest ist auch wenn weg. Sie die vielen Völker dann gehen wir mal hier in Richtung Aufkaufen. Müssen Sie zuerst unter Beweis stellen, dass ah, Sie für Sie dauert noch ein bisschen. Die drei nehmen wir mal mit. So. Hier rein. Alles, was wir jetzt hier Start haben. So, zack. Der Gute kriegt jetzt hier nochmal. Da müssen wir mal schauen, wie man das jetzt. Ah, das geht halt hier nicht. Ich glaube, das war nicht optimal hier hinter mit der Kante. Komm, wir reißen die nochmal alle weg. Und bauen und planen das nochmal neu. So. Wenn ich das so plan, verliere ich jetzt nicht ganz so viel. Ja, komm. Wir machen das so. Weil dann können wir nämlich hier so hoch planen. Es mangelt an Arbeitskraft. So. Gut. Dementsprechend machen wir das erst nochmal weg und schauen mal, hier würde das passen. Vermutlich hier. Gibt's auch nochmal eins. Geht hier zumindest mal so unter. 3, 4.
Okay. Jetzt haben wir. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Hier geht eins rein. Hier geht eins rein. So. Müssen wir mal schauen, was cleverer wäre. Wahrscheinlich so. Gut. Wir drehen's. Ups. Machen das so hin. Oh, was haben wir jetzt? Es mangelt an Arbeitskraft. Hey, Moment mal. Haben wir hier irgendeinen Fehler drin? Der Streik wurde beendet. Sind die hier? Haben wir bisher nur eins? Zwei. Drei. Hier müssen wir mal gucken, ob das sich wirklich so ausgeht. Das wäre sonst echt kacke. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Ja. Expedition weg. Wir bauen das noch ganz kurz auf, dass wir hier einigermaßen ein gutes Gefühl hinbekommen. Hier. So. Schiff vom Stapel gelaufen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ah, das passt hier wieder nicht. Ist echt ärgerlich. Müssen wir das hier reinbauen. Drei. Drei. Vier. Fünf. Könnte auch hier wieder lange. Mal schauen. Okay, da passt's. So, damit hätten wir die jetzt alle am Start. Die sind hoffentlich glücklich. Ah, da krieg ich's. Ah doch, das könnte man vielleicht so noch anbinden. Könnte klappen. Damit haben wir auf jeden Fall mal die Hunde am Start und ich würde sagen, wir gucken jetzt noch einmal nach dem Hugo, dass wir hier nochmal alles kaufen und dann sind wir mit dieser Folge für heute auch wieder durch und werden in der nächsten Folge einfach mit der Arktis und Entbesa weitermachen und hoffentlich auch ohne den Hugo Mercier. So, von daher wünsche ich euch jetzt an dieser Stelle erstmal bleibt gesund und bis bald, euer Captiver.